So, meine Damen und Herren, wir haben heute wieder ein sehr, sehr schönes Event vor uns, denn wir dürfen einen neuen GT3 abholen. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, neuen GT3 abholen, warum stehe ich denn hier schon vor einem GT3? Das liegt daran, weil das schon der zweite GT3 ist, den wir abholen dürfen, denn dieser GT3 von uns hat jetzt schon sage und schreibe 88.000 Kilometer drauf. Das war auch das große Argument, damit wir überhaupt noch eine neue Quote bekommen. Und was wirklich sehr, sehr spannend ist, muss ich erstmal zu diesem Fahrzeug sagen, dieser GT3 hat immer noch die Bremsscheibe von der Auslieferung drauf. Also wir haben nur Bremsbeläge bisher wechseln müssen. Es war wirklich so, dass ich hier auch im PZ bei der Inspektion immer gesagt habe, es muss doch jetzt mal so weit sein, dass die Bremsscheibe gewechselt werden soll. Aber nein, sie ist immer noch komplett intakt. Also wie zuverlässig so ein Fahrzeug einfach ist. Und ich glaube, es ist auch der erste weltweit als 992 praktisch, der über 80.000, also fast 100.000 Kilometer auf der Uhr hat. Also wirklich spannend zu sehen. Und mit dem neuen Fahrzeug haben wir uns deswegen auch gedacht, okay, jetzt haben wir hier so einen achatgrauen, schönen GT3. Da wollen wir jetzt nochmal was Besonderes haben und haben uns deswegen entschieden, dass wir ein Auto mit einer Paint-to-Sample-Farbe ordern und auch sonst ein paar Details noch sozusagen wirklich komplett auf unseren Geschmack anpassen. Und ich bin deswegen sehr, sehr, sehr gespannt, wie das Fahrzeug jetzt aussieht und vor allem auch, was ihr sagt im Vergleich zu dieser Ausstattung. Ist die Konfiguration viel schöner vom neuen Fahrzeug oder ist vielleicht auch dieses Fahrzeug so, wie es ist? Könnt ihr nochmal rumgehen. Ein bisschen sieht man natürlich auch schon die Laufleiste, muss ich ehrlich sagen. Schauen wir mal hier hin. Ja, die ein oder anderen Steinschläge erkennt man hier schon leider schweren Herzens auf der Carbon-Motorhaube. Aber mei, so ist es. Jetzt schauen wir, wie der neue sein wird und ich bin sehr, sehr gespannt, was uns reingeht. Drin im PZ sind wir schon mal. Jetzt gucken wir mal. Ich weiß auch schon, wo er steht. Ich habe auch schon mal gelurrt vorher, bevor ich jetzt hier gegen den Makan laufe. Sieht man schon sehr gut, was da drunter sein könnte. Und er zaubert natürlich direkt. Ich finde es so krass mit den Tüchern. Echt bei den GT-Fahrzeugen kommt das nochmal viel krasser, weil dieser Heckflügel die Form des Fahrzeugs überhaupt nicht verrät. Also man denkt so, hey, was kann das denn sein? Ja, gerade mit dem neuen GT3, natürlich mit dem Schwanenhals-Heckflügel, ist das ja nochmal viel höher, viel größer. Ich finde es aber vorne brutal an der Motorhaube. Ja, es ist. Gerade beim GT3, ne? Das siehst du halt. Oh, stimmt, auch da sieht man es noch durch das Tuch durch, diese Lüftungsschlitze. Ich kann es kaum erwarten, den jetzt in live zu sehen und vor allem die neue Farbe Paint to Sample jetzt gleich zu sehen. Schauen wir mal, wo der Kersten ist. Grüß dich. Schon mal rangetraut hier. Ja, grüß ja, euch. Safe. Ich bin ja auch mit dem alten GT3 hergefahren, also insofern ja, ist das jetzt ganz schön, sozusagen vom alten in den neuen zu steigen. Und ich habe gerade schon erwähnt, 88.000 Kilometer, ich glaube irgendwie 88.470, um genau zu sein. Und erste Bremse. Bremsscheibe, genau. Genau, ja. Das habe ich auch. Ich sage es ja jedem, das ist so krass. Ja. Oder Bremsscheiben einfach die ersten. Ich habe gesagt, bei jeder Inspektion, sage ich beim Porsche-Zentrum irgendwie, also bei den Kollegen, schaut mal, bitte, es muss jetzt gewechselt werden. Also, nee, alles gut. Alles gut. Ja, das ist wirklich sagenhaft. Da siehst du aber auch, dass das Auto einfach für mehr gebaut ist. Also ja. Eben für den Rennstreckeneinsatz, für extremste Belastungen und einfach, ja, Racing pur. Merkt man bei dem Auto. Ich bin gespannt. Also du hast, glaube ich, schon ein bisschen was erzählt, was genau. Wir diesmal Besonderes haben tatsächlich. Jawohl. Wir haben uns diesmal nämlich in der Farbpalette Paint to Sample ausgetobt und uns da mal bedient. Ja, da dürfen wir gespannt sein. Sind wir gespannt, was eure Fans dazu sagen. Genau, werden. Das habe ich auch gesagt. Vor allem in dem Vergleich, das ist cool, die stellen wir nachher nochmal nebeneinander und dann gucken wir mal, ob Achatgrau oder eben Paint to Sample Farbe, ob dann auch direkt gesagt wird, okay, viel geiler oder halt so vielleicht 50-50. Also das dann auch in die Kommentare gerne schreiben. Würde mich sehr interessieren. Aber ich würde auch sagen, fackeln wir nicht lang rum. Ich muss ihn jetzt mal langsam sehen und eben die Komm, wir gehen mal Fans und Zuschauer wollen es ja auch sehen. Gehen wir mal vorne hin. NATO Olive, Paint to Sample, diese Farbe, ballert vielleicht rein. Krank.
Ist das krank mit den schwarzen Felgen. Tatsächlich bei den Bremsbelägen hatten wir eine riesen Diskussion. Julian, Kerstin, ich. Kerstin und ich waren für die schwarzen Bremsbeläge, Julian für die roten. Er hat sich irgendwie durchgesetzt, keine Ahnung, wie er es gemacht hat. Aber ich finde es jetzt auch irgendwie cool, tatsächlich, muss ich sagen. Ich dachte, das Schwarz ist vielleicht noch ein bisschen einheitlicher, aber das Rot gibt irgendwie einen Touch. Dann das schwarze Dekor-Set zu dem Fahrzeug, einfach unfassbar. Das passt so gut mit dem NATO Leaf wieder hier, diese Kombination, und gibt nochmal auch so diesen Rennsport-Charakter, finde ich, nochmal mehr Wirkung. Und diesmal haben wir uns ja auch im Innenraum ausgetobt. Da war Kerstin auch völlig erstaunt, dass wir auf einmal hier so Ausstattung anwählen, die wir normal nie nehmen. Carbon-Zierleisten, das finde ich gehört eben zum Rennsportcharakter dazu. Bose-Boxen, ein bisschen Sound und vor allem, das finde ich immer so ein kleines, cooles, aber wirkungsvolles Gimmick, dieses weiße Tacho einfach in dem Fall, weil es eben so diesen leider inzwischen ja schon sehr digitalen Tacho von auch einem Porsche noch mal so ein bisschen was Analoges gibt, ein bisschen was Zeitloseres. Deswegen finde ich gerade die Details super wichtig, um noch mal mehr Feeling zu haben. Und das Tacho ist ja wirklich was, worauf du die ganze Zeit schaust. Da muss man so sagen, der Außenlack, den siehst du eigentlich beim Fahren nicht. Deswegen finde ich das eigentlich super sinnvoll, da was zu machen. Und dann schauen wir uns mal dieses Heck an. Und diese Farbe, dieses NATO-Oliv. Ich bin so happy, dass wir überhaupt noch die Möglichkeit hatten. Wie gesagt, zurzeit nicht bestellbar, PTS. Deswegen wird es wahrscheinlich auch eine der ganz wenigen sein, die in NATO-Oliv sind. Es gibt so ein paar, also wenn PTS ausgewählt wird, sehe ich schon, dass NATO-Oliv auch eine Farbe ist, die einfach benutzt wird. Und mit dem Schwarz, das harmoniert auch perfekt. Diese graue Exklusivleuchte, die haben wir ja auch bei jedem normalen 911er drauf, die finde ich so wichtig. Das sieht eigentlich aus wie so ein Facelift immer, also er sieht viel neuer dadurch aus. Und halt auch cool, dass man hier auf dem Schwanenhals-Heckflügel nochmal wieder auch diesen schwarzen Strich noch sieht. Ist einfach so ein bisschen Military-Look, würde ich sagen. Und dann müssen wir vor allem auch gleich nochmal den Hobel mal anmachen, da ist ja auch diesen Klang, das ist ja das, worum es beim GT3 geht, dieser unfassbare Klang, damit wir den hören. Und das weiße Tacho sieht doch wohl geil aus, oder nicht? Das ist richtig geil, ja. Und hier auch eben nochmal auch bei der Uhr, es gibt einfach einen gewissen Touch. So, also. Ich geh mal nach hinten. Ja, geh du mal nach hinten. Alter, ist das krank. Und ich bin ja gerade eben mit dem alten GT3 hergefahren. Ich würde sogar lustigerweise sagen, ich dachte, der wäre lauter, aber gefühlt ist, gut, ist vielleicht auch, weil wir hier drin sind, aber... Das ist schon richtig laut. Es ist so laut und dieser eigenständige Klang vom GT3, dieses Gänsehaut-Feeling, wenn der hochdreht, immer dieses Schreien dahinter und trotzdem eben da unten rum so ein bassiges... Also, ja, und vor allem, das waren jetzt ja nur 3000 Umdrehungen, ja, oder klar. Wenn du aber 9000 bist, dann ist hier richtig Musik in der Kiste. Das es gibt auch so nichts Schöneres, finde ich, an Klang. Ja. Als ein GT3 war 9000 Umdrehungen und du sitzt am Steuer, boah, das geilste Gefühl, was es gibt. Vor allem, das war ja die Riesensorge mit dem 992, mit OPF, dass das nicht mehr möglich ist. Und Porsche hat es irgendwie geschafft. Ich bin begeistert, immer wieder begeistert. Dieses Auto ist jedes Mal völlig krank, wenn man sich hier reinsetzt. Es ist eine pure Freude. Wir haben ja dieses Jahr auch noch einen Turbo, der kommt, der auch ganz besonders ausgestattet ist. Also viele, viele geile Karren. Und ich glaube, viele Kunden werden viel Spaß haben mit diesem Fahrzeug. Unfassbar, unfassbar. Einfach nur noch geil. Dann lass uns jetzt tatsächlich nochmal den ultimativen Showdown machen. Lass uns neben den alten GT3 fahren. Ja. Und dann schauen wir mal optisch nochmal. Die haben jetzt beide die schwarzen. Man muss ja fairerweise sagen, der GT3, da haben wir im Sommer auch die Aurum-Felgen. Also die würden jetzt hier, glaube ich, nicht so gut passen. Mhm. Aber deswegen gleiche Felgen und dann die unterschiedliche Farbe und dann hier noch das Dekor-Set. Lass uns rausfahren und vergleichen. Mach. Also jetzt haben wir sie nebeneinander, die beiden GT3s. Einmal noch in Hartgrau, eben keine Paint-to-Sample-Farbe und in NATO-Leaf. Wir stehen schon so ein bisschen so. Das Herz, ich habe natürlich die Momente hier mit diesem Fahrzeug. Ich muss sagen, als wir hier reingefahren sind, ich habe hier eine Farbe und bin der Meinung, der stiehlt tatsächlich
diesem tollen Auto, also ich meine, wir reden hier über wirklich über ganz, ganz, ganz hohes Niveau, aber meiner Meinung nach steht der ihm die Show. Also muss man einfach sagen, hier, guck, also selbst auch, selbst dieser Aufkleber hier, dieser Racing-Aufkleber, der macht einfach nochmal sowas her. Könnte ich mir übrigens bei dem auch vorstellen, vielleicht noch als kleines Upgrade. Aber ja, trotzdem, schaut ihn euch an. Ich meine, mein Herz gehört auch irgendwie ihm. Das war unser erster GT3, den ich euch liefern durfte. Und schaut ihn euch an. Ich meine, für die Kilometerlaufleistung, man sieht auch schon, er ist gefahren. Er hat sich auch da bewegt, wo er hingehört, würde ich mal behaupten. Ja. Aber für die Kilometerlaufleistung sieht er doch eigentlich noch mega super aus. Also genau, das ist es. Ja. Also ich meine, gerade eben davor, also praktisch, als wir den jetzt ausgepackt haben, habe ich natürlich auch gesagt, na, du lief und unfassbar geil. Aber wenn man dann mit dem Auto, da sieht man auch schon, was das ausmacht, wenn man in so einer Auslieferungshalle praktisch steht, beim Porsche-Zentrum, so dieser Eindruck, der Lack sieht perfekt aus, dann steht hier auch so ein Achatgrauer wieder so geil da. Ja. Und dann kann man wirklich schon sagen, fuck, ist das einfach eine geile Karre und man muss so viel falsch machen, um den GT3 nicht pornoist geil zu bekommen. Weil eben jetzt hier Paint to Sample ist nochmal ein i-Tüpfelchen, aber auch ein Hardgrau knallt brutal und eben beide haben schwarze Felgen. Der hätte eigentlich noch Aurum im Sommer, da haben wir sogar auch andere Felgen und der hat hier sogar noch, der hat sogar ein bisschen getunte Felgen. Eben auch Laufleistung, ja, sieht man schon ein bisschen, leider ein bisschen angefahren, so ist es. Hoffen wir mal, dass das Baby noch sehr lange sehr unberührt bleibt. Ich würde gern den Sound einmal vergleichen, ob man irgendwas sozusagen unterschiedlich hört. Das interessiert mich, ob das irgendwie über die Laufleistung sich anders anhört. Also insofern, Kerstin, dann steig du doch in den NATO Oliven, ich steig in den und du machst von hinten mal beide. Schon ein Tonunterschied wahrzunehmen, oder? Also ich würde sagen, er ist grundsätzlich lauter gewesen. Fand ich auch. Aber das Schreien war hier dann lauter, oder? Ich muss jetzt sagen, ich habe bei ihm jetzt, ich war nie über 3000 Touren. Ich habe immer nur kurz mal angelupft. Ich war jetzt 4, mehr 5, Schreien, 4,5 wahrscheinlich, weil da geht er dann mehr in die hohen Töne rein. Aber vom Grundeindruck her war er lauter. Viel lauter, jetzt vor allem ist aber die Frage, hat vielleicht der Mark Hahn im Hintergrund noch irgendeinen Effekt, weil hier, der kann halt einfach mal hinten rausholen. Na. Ich habe ja von hier aus drinnen gehört, dass der lauter ist. Der ist so laut. Ja. Der ist so laut. Das liegt bestimmt an der Farbe. Aber ist ja ultra spannend. Eben, also insofern echt spannend zu sehen, ob das jetzt praktisch an der Laufleistung liegt, dass da sich deswegen der Ton verändert hat oder dass man halt Glück noch am Ende ein bisschen hat, weil sich der Ton mit jedem Auto an sich noch mal so leicht verändert und anders irgendwie zeigt. Also echt spannend. Der war also krank. Der ist ultra laut. Ultra, ultra laut. Resümee. Er wird Freude machen. Lass uns losfahren. Vielen Dank fürs Gucken. Vielen Dank, Kerstin. Viel Freude euch. Bis zum nächsten Mal. So viel sei gesagt. Wir haben noch einiges auf Lager. Es kommen ja eigentlich noch 40 Autos, habe ich schon verraten. Aber wir machen nicht jedes, glaube ich, auf Film. Aber der Turbo... Kann man noch ein paar Highlights verraten schon mal? Turbo wird auf jeden Fall ein großes Highlight, weil den haben wir sehr speziell auch ausgestattet. Ja. Das war, glaube ich, ein Auto. Das ist ein Auto, was man auch so überhaupt nicht sieht. Auch wieder so ein bisschen selber sich verwirklicht und mal schauen, ob es gut ankommt. Einfach mal Risiko gehen. Muss man auch mal machen. Ja, auf jeden Fall wird man ihn erkennen, sofort. Und wir haben jetzt gerade noch so ein bisschen was gedaddelt. Vielleicht kommt auch noch was RS-seitig, aber vielleicht auch nicht dieses Jahr. Mal gucken. Schauen wir mal. Macht's gut.